Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Erstmal, bevor ich zum eigentlichen Videothema heute komme, eine kleine Ecke gemacht. Und zwar ist die rechts von meinem Bahnhof und links von dieser kleinen, gemütlichen, ländlichen Ecke, die wir da rechts sehen. Das ist ein abnehmbares Modul, an dem ich ja zwei Häuschen selbst gebaut habe mit Lasercut unter den linken Bahnhof. Den hatte ich ja auch komplett selber gebaut. Und da dachte ich mir, okay, du musst diese kleine Stelle hier dazwischen noch entsprechend gestalten, damit das Ganze eben auch mal geschlossen wird. Damit ich sagen kann, ja, hier ist meine komplette Strecke irgendwo dazwischen. Das passt schon irgendwo. Na gut, dann habe ich eben alles bestreuselt, habe vorher richtige Erde hingemacht, habe das Ganze verleimt und verklebt, habe meine selbstwachsenden Büsche mit eingebracht und dann hier einen kleinen Baum noch reingepflanzt und das Ganze dann noch ein bisschen zurechtgezupft und fertig gemacht. Und ja. Und mit diesen Bildern heiße ich euch recht herzlich willkommen bei Terrain Teams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, sofern möglich, als auch heute. Wunderbarer Satz, aber ist egal. Und ihr seht schon, ich habe am Anfang dieses kleine Teilchen neben meinem Bahnhof, ist das, also rechts von dem Bahnhof, den ich in den letzten Folgen gebaut habe, ist, wollte ich einfach noch ein bisschen begrünen, weil da kommt nichts weiter hin. Da vorne gehen die Gleise bis zur Modellbahngrenze. Bringt nichts, habe ich ein paar Bäume drauf gemacht, bisschen Gras, war alles kein Hexenwerk, ging alles relativ schnell und entspannt. Und ich wollte mich im Grunde genommen freuen, euch das Video in der nächsten Woche zu zeigen oder in der letzten Woche. Jetzt bin ich ein bisschen komplett durcheinander, ist egal. Ja, und dann ist nachher was passiert. Ich zeige es euch aber gleich im Anschluss. Jetzt kommt erstmal, was mir wichtig war, ein Modulübergang-Reparatur. Naja, irgend sowas. Das Übergang, den gab es da schon immer. Das ist praktisch hier vorne, das ist der Vorderteil, also alles, was nach schräg links unten kommt, hier wo ich sitze. Da kommt, ist das Hauptmodul meiner Modellbahnanlage und das kann ich hochheben. Da habe ich immer diese kleinen Griffe, wie wir rechts sehen, das ist von dem anderen Modul wieder und kann das hochheben, wenn ich runter will, weil unter diesem Hauptmodul ist meine gesamte Technik, zumindest für den mittleren Bereich, verbaut. Ja, und wenn ich das hochhebe, muss man ja irgendwo den Spalt haben. Das heißt, ich habe es euch ja alles schon mal in vorangegangenen Videos gezeigt. Und dann hat man immer so einen hässlichen Übergang, weil das ist alles nur Holz und das kann sich bewegen und da braucht man ein bisschen Luft. Das kannst du nicht wie zwei Metallteile mit einem super Scharnier da komplett eng passen. Das geht nicht. Und es wird auch nichts unterirdisch verschraubt, wie manche das machen. Wenn die Module machen, dann passt das natürlich alles auf einen Millimeter. Geht ja nicht. Es ist eine Platte, die da drauf liegt. Und die sich im Grunde genommen, die ich so versucht habe, genau einzuarbeiten, dass die leicht rausgeht, aber auch leicht rein und dass alles schön bündig ist und alles passt mit den Gleisen. Wenn da hinten so ein kleiner Abstand zwischen den beiden Gleisen ist, dann liegt das daran, dass die Platte gerade locker ist. Normalerweise wird die noch runtergezwungen, da kommt so eine Stange an der Seite rein und dann ist das wirklich ideal verbunden miteinander. Hier vorne unten rechts sehen wir die kleine Stange. Und jetzt habt ihr gesehen, wie ich das Modul hochheben kann, dann könnte ich es vorziehen zu mir und dann hochheben. Ja, und damit ich eben diesen Spalt wegbekomme, habe ich mir im Grunde genommen diese Pappteile da gebaut. Die habe ich dann mit Weißleim festgeklebt, habe die mit Sekundenkleber steif gemacht, festgemacht. Das heißt, die sind hart wie Plastik im Moment. Und dann habe ich im Grunde genommen ganz, ganz schmale Plättchen, wo dann das Modul einzahnen kann praktisch in den rechten Teil, das ist der statische Teil da oben, das ist nur so ein kleines Stückchen, der Rest ist alles bei mir im Abnehmbar. Wo das, schaut mal hin, das ist ein schöner Übergang, das ist unsichtbar, das passt irgendwo. Das Ganze, wie gesagt, mit Pappstreifen, Sekundenkleber, Schotter oben drauf, Weißleim oben drauf, das Ding ist fest und alles passt irgendwo. So hat es Spaß gemacht und so bin ich diesen Spalt irgendwo los. Zwischen den Gleisen sieht man noch zwei kleine Teile, das wird aber nachher von unten gemacht, das wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen, weil das ist wirklich das ist umständlich aufzusehen, muss ich echt sagen. Da kommt dann noch so ein bisschen Teil mit dem 3D-Stift dran. Jetzt würde ich sagen, ich halte mal kurz die Klappe und ich wechsle mal zum Live-Part. Das wollte ich euch noch zeigen. Und zwar hatte ich hier das Dach bewegt. Das war leicht schräg und ich hatte hier irgendwas hantiert. Fragt mich jetzt nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall ist da super GAU für dieses Dach hier geschehen. Ich hatte mich ja damit beschäftigt, wie gesagt, ich bin rangekommen und das ganze Dach ist abgebrochen. Die gesamten Säulen sind abgebrochen hier unten drunter. Manche ein bisschen höher, manche ein bisschen tiefer, sieht man hier irgendwo.
Und das Schlimme dabei ist eigentlich jetzt hier hinten, oder was heißt das Schlimme, ich habe vielleicht ein bisschen Glück, hier hängt zwei Kabel raus, ein schwarzes und ein rotes. Die ging hier hinten, hier an dieser Stelle gehen die eigentlich mit rein nach unten und wurden dort eben verarbeitet. Und das ist eben alles mit abgerissen, alles mit kaputt gegangen. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal, bevor ich großartig weitermachen kann, bevor ich mich jetzt mit der Gestaltung hier hinten beschäftigen kann, muss ich natürlich das erstmal alles reparieren, damit ich hier vorne wieder ein Bild reinkriege. Und muss mir was einfallen lassen, dass ich vielleicht eine Art Schutz hier drüber machen kann. So ähnlich wie ich es ja auch für die, das seht ihr jetzt gerade nicht, diese Gitterbrücken hier für die Signale habe, die ich dann drüber stecken kann, wenn ich hier hantiere, dass ich das nicht umreiße. Ich meine hier hinten, ja, das ist alles fest, das ist stabil, da passiert nichts. Aber eben dieses Dach, was immer nur auf diesen 1, 2, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5, 6 Beinchen drauf waren, immer nur eine, das ist eben sehr, sehr schnell abgebrochen. Und da muss ich mir irgendwas überlegen, dass ich mir hier einen Rahmen baue, der meinetwegen hier vorne in die Platte reingesteckt wird und sich einmal so bisschen drüber zieht, muss ich mal schauen und muss das natürlich alles reparieren. Das wird natürlich wieder mal gute Arbeit geben, muss ich dazu sagen. Deswegen hatte ich jetzt auch eine Woche Pause gemacht und dass ich das jetzt hier alles ja richten muss. Dasselbe ist auch mit einer anderen Stelle noch. Das zeige ich euch wahrscheinlich separat mal. Da ist mein Signal kaputt gegangen. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Das hier vorne ärgert mich schon ein bisschen mehr. Wie gesagt, die LEDs, das hängt natürlich jetzt hier alles rum. Ich muss vielleicht neue Säulen drucken. Irgendwas muss ich machen und dann muss ich das Ganze mal sehen, wie ich es repariere. Vielleicht baue ich auch gleich andere Säulen. Vielleicht baue ich auch Säulen, die unten zwei Aufstellpunkte haben. Wie so ein Dreieck, wie so ein Delta oder irgend sowas in der Art. Muss ich mal schauen. Ich lasse mir auf jeden Fall irgendwas einfallen. Vielleicht nutze ich sogar diese Rillen hier mit. Ich weiß noch nicht. Wenn ich übrigens so dreckige Finger hier habe, ihr seht das bei mir auf der Aufnahme, dann war ich gerade beim Malern. Ich baue mir nämlich gerade eine neue Werkstatt, in der ich dann bessere Aufnahmen, also andere Aufnahmen machen kann mit einem richtigen schönen Setting und wie auch immer. Und da bin ich gerade beim Bemalen meiner Platte, auf der ich später arbeiten werde. Und dachte mir, ach, machst du was an deiner Modellbahn mal zwischendurch, immer mal ein bisschen was anderes machen, ist ja ganz gut so. Ja, und dabei ist mir das halt passiert. Und deswegen habe ich das dann versucht, gleich irgendwo zu reparieren, beziehungsweise das Ganze wieder zu richten, dass es irgendwo erstmal ein Part erreicht, wieder, wo ich sagen kann, uff, soweit geschafft. Ja, und das war ein bisschen umständlich. Und auch durch den Ausbau der Werkstatt ist natürlich auch viel, viel Zeit, die ich für das Video in der letzten Woche nicht aufbringen konnte. Naja gut, aber hier bin ich wieder. Ja, und ihr seht schon, jetzt habe ich hier Kabel gezogen. Das sind an sich recht dünne Litzen, die weißen Kabel. Oder Litzen in dem Fall. Und Kabel, ja, ein bisschen übertrieben, ne? Habe das angelötet und als ich das Ganze dann fest hatte, habe ich festgestellt, Uli, die Dinger sind doch viel zu fett. Die sind ja bald so dick wie so eine Säule von deinem Dach. Das kannst du doch nicht machen. Wie willst du das verbergen? Also habe ich mir dann Kupferlackdraht geholt. Ihr seht es jetzt hier. Da habe ich zwei verschiedene Farben. Ist klar, dass man es auseinanderhalten kann. Habe das dort angelötet und habe dann natürlich mit dieser falsch angebrachten Litze das Ganze dann zurückgezogen und habe mich dann entschieden, natürlich, das sind drei LEDs, die kann ich doch locker versorgen mit Kupferlackdraht, ja. Und dann sieht man das nicht mehr und die sind ja so schön dünn und alles passt irgendwo und ich baue da so eine dicken Dinger ein. Dicke Dinger ist gut, ich glaube, die sind 0,07 oder sowas. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, den Kupferlackdraht dann eingelötet jetzt hier irgendwo. Ist ein bisschen nervig, weil wenn du das Ganze immer mit einer Löt Flamme, wie ich das gemacht habe, die Ummantelung abbrennst, wird das so ein bisschen schwarz verrußt und dann hast du da eben nicht so wirklich, dass das richtig löten kann, also richtig sich verbindet. Das geht schon, du musst einen Lötkolben auf 480 Grad heiß machen, wie ich das nämlich gerade getan habe. Dann brennt nämlich die Mantelung oder die Isolierung komplett weg und dann klappt das auch. Ja, ihr seht es ja jetzt hier, überhaupt kein Problem. Das sind normalerweise Dinge, die ich weiß und die ich mache, aber wenn du da so aufgeregt bist, da schnell zusammenlöten, ja, alles Quatsch, ne? Jetzt habe ich natürlich dann zum Glück die Rillen da drinne gehabt und konnte das Ganze dann reinkleben, wo es ja auch ursprünglich her war und konnte jetzt hier auf der Rückseite der einen Säule, da wo es vorher auch schon war, natürlich den Kupferlackdraht schön verkleben mit UV-Kleber und das Ganze passt irgendwo. Ich habe das Ganze übrigens gleich genutzt und habe die
Beleuchtung noch mal so ein bisschen abgekratzt. Die hatte ich ja mit gelber Farbe unten bemalt und mir war das unterm Strich ein bisschen zu gelb. Ja, und deswegen habe ich das gleich noch mal ein bisschen befreit davon. Und ihr seht schon, hier habe ich alles wieder aufgeklebt, hier habe ich alles wieder gerichtet. Jetzt habe ich es erst mal ein paar Stunden trocknen lassen, habe diese Beschwertrafos, die ich da habe, immer draufgelegt. Und das Ganze passt irgendwo. Die Beleuchtung funktioniert wieder. Natürlich hängen die Kabel unten raus und ich habe das mit diesem Trafo da hinten angeschlossen. Das Ganze mit 9 Volt circa versorgt. 8,4 steht drauf, sind circa 9 Volt, wenn ich es richtig nachmesse. Völlig egal, ich kann auch 12 Volt drauf machen, aber ich fange meistens immer ein bisschen tiefer an. Hier ist das Licht an, man sieht es nicht wirklich, weil ich die Deckenbeleuchtung anhabe. Aber ich bin fertig und das ist schön und das ist gut so. Und für diese Woche war es das jetzt auch schon. Dann schaut euch bitte die beiden Videos hier oben noch an, die passen wie immer zum Thema. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, freitags 16 Uhr, sofern nichts dazwischen kommt. Hinterlasst einen kleinen Kommentar und ein Däumchen, da würde ich mich wahnsinnig drauf freuen. Macht's schön gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Olli.